Neue Schau für alte Trachten zur Wiedereröffnung des Hessischen Landesmuseums. Das ist ein Fall für Textilrestauratorin Julia Dummer. Hessen hat ja eine der reichsten Trachtenlandschaften Deutschlands, wenn nicht sogar die reichste. Ich weiß es nicht, ich will den Bayern da wirklich auch nicht Unrecht tun. Und das macht das natürlich sehr spannend, auch diese vielfältigen Formen. Die Geschichte der Volkskundesammlung begann hier in 1913, als die Kasseler Bürger sich auf ihre eigenen kulturellen Werte besonnen haben. Diese Jacke war schon in der ersten Ausstellung im Hessischen Landesmuseum ausgestellt. Da hatten wir ein Tageslichtmuseum. Damals hat man noch nicht so sehr darauf geachtet, ob die Objekte Schaden nehmen oder nicht. Julia Dummer und ihre Kolleginnen bearbeiten ganz vorsichtig Licht- und Fraßschäden kleiner Motten und Käfern an den wertvollen Stoffen. Nicht erneuern, sondern bewahren ist ihre Passion. Es wird einfach die historische Substanz wird gesichert, sagt man im Restauratorendeutsch. Hier sind ja noch ganz viele Fehlstellen. Hier war eigentlich noch Tüllspitze drunter. Hier sieht man noch so ein bisschen Fragmente. Das wird auch so belassen. Die Farben haben sich auf jeden Fall auch ein bisschen verändert, sind aber sehr gut erhalten. Das ist ein sehr altes Tuch, Anfang des 19. Jahrhunderts. Und Sinn und Zweck ist überhaupt nicht, dass es neu aussieht, sondern dass es gealtert ist und mit Gebrauchsspuren. Auch Häubchen aus vergangener Zeit werden gefühlvoll wieder frisch gemacht. Die ist schon toll, die Maschine, dass das so kalt ist. Das wird weicher, wenn man da den Nebel draufsetzt. Natürlich nicht zu viel. Und dann kannst du das wieder so ein bisschen so zurückformen. Für die neue Ausstellung hat sie 2 Jahre lang mehr als 400 Textilien aufgearbeitet. Auch städtische Mode ist dabei. Aber besonders stolz ist Julia Dummer auf die Trachten, die nach all den Jahren im Depot zurück ins Museum kommen, auch wenn es mit den Männern schwierig war. Ja, wenn man dem Mann hier zentral, wie bei den Damen, eine Halterung verpassen würde, dann müsste man Löcher hier entweder in die Hose machen, wenn man in einem Bein eine Halterung in ein Bein setzen würde, dann müsste man ihn doch in den Schuh machen, in unseren originalen Schuh, was wir natürlich nie machen, in den originalen Strumpf. Deswegen gibt es Gott sei Dank auch die Option, die Männer aufzuhängen, was wir hier getan haben. Julias Arbeit fast fertig. Zum ersten Mal seit den vielen Jahren des Umbaus ist sie wieder an dem Ort, wo früher die Trachten eingelagert waren, im Turm des Hessischen Landesmuseums. Nun dürfen Sie und sogar Besucher rauf. Denn Geschichte hat wieder ein Zuhause in Kassel.